Okay, wir sind wieder vor dem Haus. Warpen. Wir warpen uns mal hier hin. Achso, ich bin mir gerade ganz unsicher. Vielleicht. Ja, doch, sie stehen schon hier. Cool. Ja, das ach, ist mir doch egal, ob Leute. Nein, wir können jetzt mal mit ihm quatschen. Oh, ein Wolf. Was für eine seltene Farbe. Oh, das sieht lecker aus. Könnte ihn ja als Abendessen mitnehmen. Aber ich habe heute keinen Appetit auf Fleisch. Schade. Wie der uns einfach fressen will. Der sieht so lecker aus. Ist doch schade drum. Mit ihr sprechen. Will er nicht. Ach so, sie hat keinen Appetit auf Fleisch. Ach so. Sind wir jetzt außerhalb der Sichtweite? Ja. Überrascht ihr auch gar nicht, dass da erst ein Wolf ist und jetzt direkt mir. Hey, lange nicht gesehen. Meine Frau ist auch wieder kerngesund. Das Wetter ist toll. Hast du Lust auf eine Abfahrt? Wie wär's? Jo. Na los, bis zu meinem Haus, um die Wette. Top, die Wette gilt. Ist nicht so, dass ich das gerne mache oder so, aber es winkt halt eine schicke Belohnung. Deswegen machen wir das jetzt. Nicht, weil es so viel Spaß machen würde. Hui. Diesmal möglichst ohne, dass wir uns abledern. Vielleicht kriegen wir ja sogar diesmal die Rubine. Der Winkel scheint nicht zu stimmen. Okay, also hüpfen. Damit wir jetzt nicht irgendwie gegen den Baum fahren. Ja, ich nehme mal den sicheren Weg. Komm, was soll's. Ich bin hier schon oft rechts runtergefallen. Einfach weil es da so abschüssig ist. Da muss ich echt immer aufpassen. Upp. Sieht gut aus. Aber jetzt kommt der schlimmste Part. Ist so eng, ich knall da meistens immer gegen die Wand. Verdammt! Ich hab's gesagt, oder? Jetzt fahr, Link, fahr! Fahr! Ach, verdammt! Mann, oh. Er kommt da jetzt auch nicht mehr. Ach, Mann. Schafft er es noch? Ja, verloren. Tatsächlich. Ich hasse das Ende. Gewonnen, was ist das für ein Gesicht? Halt die Fresse. Ja, gewonnen. Ernsthaft, ey. Dann auch noch gegen den einfachen Typen verloren. Oh. Das ist so gemein. Immer wegrammt dieser Pimpf. Gut, im Vergleich zu ihm sind wir eigentlich der Pimpf, aber trotzdem. Oh Mann, das endet nicht gut. Alter. Knappe Sache. Okay, diesmal nehmen wir den kürzeren Weg. Oder auch nicht. Geil. Ja, den kürzeren Weg in den Abgrund. Super. Ja, nochmal. Das ist gar nicht ätzend und nervig oder so.
fahren außen rum, sonst rammt er uns gleich wieder. Mit seinem fetten Schwanz. Deswegen steht die Alte bestimmt auf ihn. Ich fahre jetzt nicht den kurzen Weg. Es muss ja nicht sein. Ich krieg diese verdammten Rubine einfach nicht. Nein, nein, nein! Alter! Knapp! Ich hab verloren! Du bist ein Naturtalent, mein erster würdiger Gegner! Wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm zum Berggipfel! Ja. Das war aber nur das leichte Vorgeplänkel. Ey! Warten. Lust habe ich keine, aber die andere will auch. Und wir wollen die Belohnung haben. Unbedingt. Und weil mich dieses Schlittern hier echt tierisch aufregt, warum rutscht denn da runter? Machen wir gleich noch etwas, das mir anschließend Freude bereitet. Nein. Naja, es macht so viel. Deine Mutter macht viel Spaß, ey. Unglaublich, dass du gegen meinen Mann gewonnen hast. Vielleicht willst du auch mal gegen mich antreten. Eigentlich nicht. Uhuhu, also dann, auf geht's bis zu meinem Haus. Naja. Und die ist auch gleich viel flotter unterwegs als der Typ mit dem Riesenschwanz. Und das ist das Schlimmste. Habt ihr es gehört? Die hat auch noch Spaß dabei, ey. Oh. Ich könnte sie töten dafür, dass sie auch noch Spaß bei diesem Mist hier hat. Hör auf, dich zu freuen. Echt. Krieg ich die Wut. So, jetzt haben wir keine Wahl, wir müssen hier lang. Ansonsten ist es unmöglich, sie zu schlagen. Also zu besiegen. Schlagen können wir sie natürlich trotzdem. Aber wenn wir die Rubine mitnehmen, ist das eigentlich eine relativ sichere Sache. Wenn wir immer den Rubinen folgen. So, den schlimmsten Weg haben wir, hätte ich fast gesagt, geschafft, aber für mich ist die Zieleinfahrt immer die schlimmste Angst. Ja, ja, ja! First try! So muss das laufen. Du bist unschlagbar, Sky. Dabei war ich mir ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Du bist eben doch kleiner und flinker als mein Mann. Kein Wunder, dass du so gut bist. Hier, das hast du dir verdient. Ja, und wie wir uns das verdient haben. Ein Herzteil! Kein Wort zu meinem Mann. Ja, nee, wir fangen garantiert nicht nochmal um die Wette. Da gibt's nichts zum Verstecken. Die Säule hier reicht mit Sicherheit auch nicht. Nee. Wir müssen die hier hinten nehmen. Okay, hier. Ja. Machen wir wenigstens noch mal was, was Spaß macht nach dem nervigen Bergabfahrt-Ding. Rennen, genau, ich kam nicht auf das Wort Rennen. Nach dem nervigen Rennen. Oh, ein Stein.
Der möchte weggesprengt werden. Seh es ihm an. Bleib mal da. Ach Mann. Ich wollte ihn in die Luft jagen. Okay. So sind Flotter unterwegs. Ich habe da etwas ganz Spezielles im Sinn, was ich gerne machen möchte. Das finden wir hier hinten so um den Dreh. Irgendwo hier hinten. Da ist es. Ham. Jetzt falsche Richtung. 15 Rubine nehmen wir mit. Eine Höhle. Zumindest gleich. Jetzt ist es eine Höhle. Und ihr seht es, juhu, Schieberätsel. Das ist schön. Das erste ist eigentlich relativ einfach. So wie im Haus, eigentlich immer nur im Kreis schieben. So, jetzt noch bei den hinteren und dann ist die erste Tür auch offen. Ich glaube, die späteren waren ein bisschen tricky. Okay, jetzt müssen wir schon zwei Teile. Also zwei Schalter, wollte ich sagen. Muss mal kurz überlegen. Einer muss zuerst gemacht werden. Ich weiß nur nicht genau welcher. Ich glaube, zuerst müssen wir den hier machen. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch nur einen umständlichen Weg dafür. Vielleicht gibt es auch eine kürzere, das mag sein. Aber wir machen das jetzt auf jeden Fall so. Nein, ach Mann. Welche Richtung? So, Block Nummer 1 steht. Das war wohl der Rückweg. Nee, Moment.
Aber wir hätten doch erst den anderen machen müssen. Mal schauen. Wenn ich den jetzt daran schieb, kriege ich den nicht mehr weg. Aber muss ich ja auch gar nicht. Okay, es passt. War nur ein kleiner Gedankenfehler. Nicht den. Den da. Ah, stimmt. Und ich glaube, das letzte war verglichen hiermit wieder ziemlich einfach. Gibt doch. Genau, da gibt es drei Blöcke. Und ein Schalter in der Mitte. Den einen können wir da direkt stehen lassen. Jetzt müssen wir den verschieben. Den lassen wir da jetzt als Barriere und die beiden rechten Steine hier schieben wir jetzt immer wieder im Kreis. Ups. Gegen das Ding. Und zu. Alter, geht daran. Und zurück zur Wand links da. So. Ich mag Eisschieberätsel. Einmal noch und dann ist der Weg frei. Sehr schön. Ein Herzteil, juhu. Können wir uns hier direkt... Nee, schade. Wäre zu schön gewesen, wenn wir uns hier raus hätten porten können. Sehr schön. Unsichtbare Wand müssen wir mitnehmen. Wo sind wir jetzt da? Okay... Im Grunde sind wir direkt in der Nähe von einem weiteren Herzteil. Das holen wir jetzt auch noch schnell. Wenn wir schon mal da sind. Aua. Oh, hier können wir noch ganz viel wegsprengen. Aber nicht jetzt. Obwohl, können wir das wegsprengen? Ja. Sollte. Nervt nicht. Kurzer Prozess. Können wir nicht. Na gut, dann weiter. Jetzt regnet es auch noch, ey. Fehlt nur noch, dass wir dann anfangen zu stinken wie so ein nasser Hund. Wegen Wolf und so. Aua. Weg mit dir. So, irgendwo hier müsste es jetzt gleich eine Abzweigung nach links geben. Die nerven schon so ein bisschen, die... Wie nennt man sie noch gleich? Irgendwas mit A. Arachnos oder so? Bin mir gerade unsicher.